Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean. Heute Mitte Oktober, wir haben den 15.10.2024 und es ist die Erkältungssaison. Ja, und die geht natürlich auch an mir nicht spurlos vorbei. Wie der aufmerksame Zuschauer hört, bin ich stark erkältet. Nichtsdestoweniger habe ich heute Zeit und habe ich heute Lust, ein bisschen Hearthstone zu spielen. Und ja, ich habe hier offensichtlich eine Belohnung vergessen vom letzten Event. Okay, so wäre das schon mal geklärt. Okay, in einem Tag und 20 Stunden beginnt ein neues Event. Sehr schön. Hier gibt es einige Belohnungen. Das bimmelt hier nur so durch, Leute. Was sind wir denn? 13, okay. Ein bisschen müssen wir hier noch... uns voran dingern. Aha. So. Hier die Dinger gibt es nochmal. Und dann steige ich auch gleich. Wunderbar, wunderschön mal wieder in den Schlachtfeldmodus ein. Zur Abwechslung, liebe Leute. Zwei neue zurückkehrende Gasthäuser. Oh nein. Jetzt bin ich auf die Webseite hier gelandet. Naja, den möchte ich jetzt natürlich nicht lesen. Aber es gibt offensichtlich wieder neue Sachen. Ich bin in der Wertung 2121 zuletzt gewesen. Ich war dritter Platz mit dem Rockmeister hier. Das war eine sehr lustige Runde mit der Bufferei. Dann war ich Platz 5. Ich glaube, das war meine Disconnect-Runde. Platz 3 mit den Drachen. Ja, das war ehrlicherweise so ein bisschen Fail, meine ich. Obwohl Platz 3 ist eigentlich okay. Boah, Platz 8 mit dem war richtige Fail-Runde und davor Platz 3. Also unterm Strich kann man sagen, heiter bis wolkig, aber es geht voran. Aha, jetzt haben wir hier auch so ein Ding. Ich glaube, das war vorher nicht da. Schauen wir mal, wie das Ganze wird. Ja, Mitte Oktober, ne? So schnell geht die Zeit vorbei, ey. 15. Oktober. So, wir haben Elementare, Mech, Murloc, Piraten, Untote. Verleiht nach jedem aktualisieren Diener im Gasthaus, bla bla bla. Oh, sorry. Ja, mich hat das richtig erwischt, Leute. Aber heute geht's schon ein bisschen besser. Gestern, vorgestern war ich komplett erledigt. Dann ging gar nichts. Außer Bettchen und Tee trinken. Werdet ihr diesmal ein paar Drachen rekrutieren? Ach, guck mal. Ihr habt große
große Pläne für diesen kleinen. Ja, ich glaube, das lohnt sich schon, ne? Also erstens, weil ich dann einen zweiten habe, aber auch hier wegen. Bei einem 1,5er nochmal 3 Leben und Spott ist halt schon eine Ansage. Jetzt breitet die Flügel und aus vielleicht. Und kriegt er noch einen schönen Buff. Ich hab ein paar neue oder auch nicht. Es wird nicht leichter, ne? Macht aber meiner Meinung nach Sinn, trotz allem bei dem Plan zu bleiben erstmal. Tja, Leute. Ich weiß nicht, in meinem ganzen Umfeld sind so viele momentan erkältet. Wie ich immer sage, eine gute Strategie ist das A und O. Oha! Das war natürlich hart. Ich habe ein paar neue Rekruten aufgetrieben. Na klar. Mana-Kurventechnisch natürlich eine Katastrophe jetzt. Aber ich glaube, ist trotzdem okay. Bereit, den Himmel zu beherrschen? Ja. Na also. Schon geht es bergauf. Einen solchen Sieg muss man feiern. Puh, aber sehr verlockend. Sehr verlockend. Den Dude mit Wiederkehr? Das könnte man ja schon Murloc hin oder her überlegen. Mach ich auch. Weil es halt einfach super imbar ist, ne? Oh, sorry. So. Im nächsten Turn habe ich 7. Das bedeutet, ich kann updaten für 1 und mir 2 rüberholen. Bin natürlich jetzt super spät dran mit der Updaterei. Aber ich möchte jetzt auch mal andere Strategien ausprobieren, nicht immer denselben. Ihr liegt vorne, Drachenstart. Boah, richtig nice, ey. Richtig nice. Es lohnt sich halt, ne? Da spawnen 4 Dinger aus einem im Prinzip durch die Wiederkehr. Einen solchen Sieg muss man feiern. Jetzt habt ihr gleich viel bessere Möglichkeiten.
Baby. Baby. Dat Mana Curve, guys. Dat Mana Curve. Naja. Ja, es läuft nicht gut. Bin ich so ehrlich, wie es ist. Das wird keine gute Runde. Vielleicht täusche ich mich auch, das wäre ja schön. Aber ich glaube trotzdem, das wird keine gute Runde. Ich gebe alles. Ich gebe alles. Da draußen geht es wirklich heiß her. Tipp. Wähl den zwei Zügen ein größeres Schmuckstück zu kaufen. Kampfbeginn. Erhalte einen zufälligen Piraten. Erhaltet eine einfache Kopie eines Dieners, den ihr kontrolliert, wird zu Beginn des Zuges wiederholt. Das ist schon nice. Komm, das nehme ich. Ich habe hier zwei potenzielle Drillinge. Bums. Gemacht, mein Freund. Bums. Mal sehen, wie weit es euch bringt. Bums, bums, bums. Die Frage ist, brauche ich den jetzt noch? Na, why not? Oder? Ja, warum nicht? Der hat jetzt schön Death Rattle, Gottes Schild, alles mit Wiederkehr und Bums. Genau meine Wellenlänge. Ja, der würde jetzt gerade am meisten Sinn machen. Weil ich ja noch gar nicht weiß, wohin mit mir. Da ich noch gar nicht weiß, wohin, kann der mir ja immerhin das Gasthaus buffen, bis ich einen Plan habe hier. Jetzt gerade ist so ein bisschen Murloc-Piraten. Mal gucken, was meine Passive hier bufft. Strategie. Autsch. Eieiei. That was close. Oh, schön, euch wiederzusehen. Kann ich euch etwas anbieten? Aha. Da haben wir auch noch einen Drilling. Gut gemacht, mein Freund. Mal sehen, wie weit es euch bringt. Wildtiermech. Schwierig. Ich entscheide mich tatsächlich für den. Oh gut, immer noch nicht tot. Bisschen
Phasey vielleicht? Der holt mir jetzt den oder den rüber. Euer Plan geht auf. Schön. Eieiei. Eieiei. Was für ein Pech. Ja, der hat natürlich Pech gehabt, dass sein Fisch direkt gestorben ist. Glück für mich an dieser Stelle. Gucken, was ich jetzt kriege. Aha. Wählt einen Diener. Verwandelt ihn in einen zufälligen Diener einer Stufe höher. Ich glaube, ich will den hier, ich will die Murlocs wieder loswerden. Oder? Oh mein Gott. Fail! Ihr seid dran, Freund. Eine großartige Ergänzung für euer Team. Toll. Ihr werdet brennen. Euer Plan geht auf. Chaos. Naja, das Schöne ist, es sterben viele, also wird der mit Rache sehr wahrscheinlich auslösen. Aha, Bums. Der erste ist schon mal raus. Eure Diener sind so mächtig wie Drachenfeuer. Beschwört den Verschlinger, entfernten Diener, verleiht seine Werte. Ja, das werde ich machen müssen. Kampfbeginn. Ja, das ist das Beste, glaube ich, in Kombination mit den ganzen Dienern, die ich hier kriege. Yo, yo, yo. Dann kann ich das nämlich direkt auf den hier machen. Oder auf den. Noch besser. Naja, gut. Mir.
Zeit dran, Freund. Auf der Brücke ist es ja gleich viel angenehmer. Euer Plan geht auf. Oh man. Was ist das denn? Hä? Closer als mir lieb ist, aber passt. Eure Diener sind so mächtig wie Drachenfeuer. Auch sehr nice, auch sehr nice. So. Entfernten Diener, welchen entfernen wir denn? Den, ne? Ja. Schwuppdiwupp. Perfekt. Den verkaufen. Den könnte ich vielleicht behalten, ne? Mit Wiederkehr? Ah, nee, machen wir nicht, oder? Der macht auch nicht mehr so viel Sinn. Wohl mit dem ja schon. Jetzt haben wir zwei von dem. Okay. Wieso? Elementar, okay. Naja, perfekt. Für eine Belohnung. Da sage ich ja nicht nein. Ich glaube, die ist trotzdem mehr Value als der andere, der Müller. Pech gehabt. Boah, schon wieder Pech gehabt. 26-1. Links! Oh. Okay. Ein kleines Missgeschick. Nichts weiter. Sehr gut. Eigentlich den, ne? Sehr schön.
setz dich wieder zusammen. Verkauft! Ich hoffe, ihr wollt das Gold nicht nur horten. Habt ihr einen Plan, Kommandant? Ein paar neue Diener sind nie verkehrt. Ja, kann überhaupt nicht abschätzen. Ihr liegt vorne, drachenstark. Aber gut laufen tut's nicht. Unterm Strich. Der ist hart. Massiv. Bin ich jetzt schon raus? Ne, wir haben noch Cap, ne? Ja, sehr gut. Was habt ihr als nächstes vor? Okay. Ach, ist das doof. Jetzt ist das Angeln wohl mein Leben. Oh, sorry, ey. Tja, wenn es doch Untote oder was. Das ist jetzt auch nicht mehr so geil. Das muss man auch sagen. Zweiter toxischer. Nalox. Das ist natürlich eine. Okay. Ja. Okay. Wie ich immer sage, eine gute Strategie ist das A und O. Ich glaube, jetzt bin ich raus. Aber looking good. Sieht gut aus. Den goldenen Kollegen hier muss ich jetzt natürlich behalten. Der ist sehr dick. Der Mech hier. Okay, Leute, jetzt haben wir ganz viel. Ganz viel Optionen. Der erstmal weg, ne? Was habe ich denn noch im Angebot? Obwohl, den kann ich auch einfach so verkaufen. Und dann kann ich den. Pressen.
22,6. Rums. Gottes Schild, Wiederkehr, Untot. Davon der zweite. Ich könnte den noch spielen, den zweiten. Oder den zweiten toxischen. Das würde mehr Sinn machen. Auch nicht schlecht, ne? Aber ja, gibt es ja auf den. Ein ehrwürdiger Diener. Eine großartige Ergänzung für euer Team. Euer Plan geht. Gucken wir mal, ob es reicht. Viel giftig auf jeden Fall. Drei giftige. Ja, ein bisschen wasted. Mal giftig. Auch gewastet. Muss ich Glück haben mit dem 1-1er, dass er den schnell. Ja, ne, gibt keinen. Schade. Schade, schade. Obwohl, oh, schade, wäre da auf den rechten gegangen, dann, naja. So hat es leider gereicht, aber Platz 3. Also, dafür, dass es so ein komisches, crazy Game war, doch besser als erwartet. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.